Aus den Schreckgalerien kommen wir, um unsere Arbeitsplätze kämpfen wir. Die Zukunft wollen sie uns nehmen, dafür soll Anton sich schämen. Aus den Schreckgalerien kommen wir, für unsere Arbeitsplätze stehen wir auf. Wir stehen hier, weil ihm nicht egal ist, ob die Kollegin im Schleckerladen um die Ecke morgen für ihre Existenz eine Perspektive hat oder auf Arbeitslosigkeit fällt. Und sie stehen hier mit Kolleginnen von Schlecker selbst. Und diese sind die Hauptpersonen, weil sie sind die Betroffenen. Sie sind diejenigen, die nicht wissen, was aus ihnen wird, wenn sie arbeitslos werden. Sie sind diejenigen, die als Alleinerziehende mit ein, zwei Kindern von dem Lohn, den sie kriegen für ihre Arbeit, über die Runden kommen müssen. Und die ein Recht haben darauf und ein berechtigtes Interesse, eine Perspektive zu kriegen in der Arbeit für sich und für ihre Familien. Mit fünf Mann sind wir zum Bundestag gezogen und haben gedacht, werden wir mal der Frau von der Leyen eine Petition übergeben. Dann kommt uns ein Abholdienst entgegen und sagt, Mensch, die Polizei vom Bundestag hat schon gefragt, ob Tatsache Schleckerweiber kommen. So, wir also darin. Denn durch die Sicherheitskontrolle, Leute, sowas habe ich im Leben noch nicht erlebt. Ich war nicht das erste Mal im Bundestag, aber das erste Mal wurden wir gefilzt bis zum Erbrechen. Wir hatten ja unsere schicken T-Shirts an. Wir hatten hier eine Tasche, Bärbel hatte an, Jacke drüber, war machen Sie mal die Jacke auf. So, der kiekt und sagt, ziehen Sie mal T-Shirt aus, das geht nicht. Kommen da ein paar nette Herren von der Bundespolizei und erklären uns, Mädels, damit euch das klar ist, nicht reden, nicht buhnen, nicht klatschen. Ich sag, atmen dürfen wir aber noch, oder wie? Unsere Arbeitsplätze wollen sie ran. Spielen für uns den armen Bettelmann. Gegen Gier und... Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin hierher gekommen, um Ihnen meine Solidarität zum Ausdruck zu bringen und Ihnen Mut zuzusprechen. Halten Sie durch, lassen Sie sich nicht kleinkriegen. Nur wenn Sie zusammenstehen, wenn alle zusammen kämpfen, kann man etwas erreichen. Wir haben am 8. März einen Antrag eingebracht, dass sich die Bundesregierung dafür einsetzt, dass die Arbeitsplätze von Frauen erhalten bleiben. Und mir fällt immer auf, wie groß der Unterschied ist bei der Behandlung von Arbeitsplätzen. Ich habe hier dieses Transparent gesehen, vorne in der ersten Reihe. Für Banken und für Autos ist immer Geld da. Und für Frauenarbeitsplätze geht es, wenn überhaupt, viel, viel langsamer. Und ich finde, alle Menschen in diesem Land müssen sich dieses Unterschieds bewusst sein. Wir müssen gemeinsam für die Arbeitsplätze von Frauen kämpfen. Wir können doch nicht zulassen, dass für Banken immer Geld da ist, dass innerhalb von wenigen Tagen Rettungsschirme über Banken aufgespannt werden, dass an Feiertagen darüber beraten wird, wie man Männerarbeitsplätze bei Opel retten kann. Aber wenn es um Frauenarbeitsplätze geht, geht es viel, viel langsamer. Und darum sagen Sie allen, wir müssen für die Arbeitsplätze von Frauen in diesem Land kämpfen.